Hallo, Kurzöse hier. Hier das zweite Video zum Thema Regression. Wir haben folgendes Problem. Finde die ideale Gerade, die folgenden Wertepaare bestmöglich beschreibt. Das bestmöglich ist jetzt die Frage, was meint man damit? Schauen wir uns diese Paare an. XY-Werte sind gegeben. Das sind jetzt einfache Zahlen. Man könnte auch Zusammenhänge zwischen Körpergröße und Schuhgröße als klassisches Beispiel verwenden. Aber hier mal einfach nur X- und Y-Werte, die wir in ein Koordinatensystem einzeichnen, und dann schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Und zwar hier sind die Punkte A, B, C, D mit den jeweiligen Werten eingetragen in ein Koordinatensystem, und wir sollen jetzt eine Gerade finden, die diese Punkte bestmöglich beschreibt. Jetzt ist natürlich die Frage, eine Gerade, die ist durch zwei Punkte festgelegt, wir haben jetzt aber vier Punkte. Wären es nur zwei Punkte, wäre es kein Problem, könnte man mit Hilfe eines Steigungsdreiecks die Steigung k berechnen und sofort den Ordinatenabschnitt d. Hier haben wir aber vier Punkte. Müssen wir jetzt da eine Gerade irgendwie durchlegen, um einen bestmöglichen Zusammenhang zwischen den x- und y-Koordinaten herzustellen, ist das ein etwas schwieriges Unterfangen, weil ich kann das zwar vielleicht für drei Punkte hier ganz gut anpassen, aber der vierte Punkt ist wieder weg. Und jetzt ist die Frage, wie passen wir das an? Wie wird das angepasst, mathematisch berechnet, dass jetzt eben die Gerade y gleich kx plus d bestmöglich diese vier Punkte beschreibt? Dazu gibt es verschiedene Überlegungen. Wir haben im ersten Teil des Videos das Ganze schon im Eindimensionalen betrachtet. Hier jetzt im zweiten Video werden wir ähnliche Methoden verwenden, um auf die richtige Lösung zu kommen. Man kann als allererstes sich mal überlegen, wie schaut es denn mit dem Abstand aus? Und zwar mit dem Normalabstand eines einzelnen Punktes. Hier zum Beispiel der Punkt D, der Abstand zur geraden G, der Normalabstand, ist hier 1,46. Natürlich kann ich jetzt die Gerade so hinlegen, dass dieser Abstand 0 wird, aber dann passt der Normalabstand wieder bei den anderen Funktionen, aber den anderen Punkten nicht mehr so gut. Des Weiteren hat dieser Normalabstand auch ein bisschen birgt das ein Problem, weil dieser Normalabstand zu berechnen etwas schwierig ist. Mit dem rechten Winkel brauche ich hier den Satz des Pythagoras, und wie wir wissen, kommt es irgendwie dann auf Wurzeln zu sprechen. Eine weitere und viel, viel wichtigere Begründung, warum dieser Normalabstand nicht verwendet wird, ist diejenige, dass es ja meistens XY-Zusammenhänge gibt. Das heißt, von der X-Koordinaten hängt die Y-Koordinate ab. Wir wollen ja einen funktionalen Zusammenhang darstellen. Deswegen wird nicht der Normalabstand verwendet, um diese bestmögliche Gerade zu erreichen und zu erhalten, sondern es werden die vertikalen Abstände verwendet. Hier sieht man ganz schön in Rot die Summe der vertikalen Abstände. Und zwar hier haben wir vielleicht einen negativen Abstand, hier auch einen negativen, hier einen positiven, hier einen negativen. Es sind jetzt aber immer die Beträge verwendet, sodass man sofort sehen kann, hier wird die Summe der Abstände verändert, wenn man die Gerade bewegt. Und das wäre jetzt immer die erste Idee, dass man die Summe der vertikalen Abstände minimiert. Spiel mir da ein bisschen, vielleicht bekomme ich es noch unter 3, die Summe der vertikalen Abstände. Jawohl, 2,6, 2,5, es wird nur ein bisschen weniger hier, 2,45. Hier ist vielleicht die Summe der vertikalen Abstände schon sehr, sehr gering und schon minimal jetzt durch reines Probieren. Schauen wir uns das Ganze auch noch rechnerisch an. Dazu wieder auf den Notizblock. Also, wie bekommen wir jetzt die Summe der vertikalen Abstände? Dazu schauen wir uns vielleicht genau einen vertikalen Abstand an, nämlich den vom Punkt B zur Geraden. Wie kann man denn jetzt rechnerisch ermitteln? B hat ja die Koordinaten 3 und 5, und wir brauchen jetzt eben diese Koordinate, um die Distanz von Punkt B zum Punkt der Geraden zu ermitteln. Diesen Abstand, den nenne ich vielleicht jetzt einmal klein d, schauen wir uns einmal genauer an. Wir brauchen also eigentlich nur die Differenz zwischen den 5, das wäre jetzt das hier, das ist 5, und dieser Strecke, die da unten eingezeichnet ist. Und diese untere Strecke ist ein prognostizierter Y-Wert. Ich werde den vielleicht mit Y-Punkt bezeichnen.
den sollen wir jetzt eigentlich einmal bestimmen, und zwar mit Hilfe der x-Koordinaten von b. Wenn unsere Gerade die Darstellung y gleich kx plus d hat, dann sind es eben zwei Unbekannte, nämlich k und d, die wir eben nicht wissen, k und d. Das muss optimiert werden, das muss eingestellt werden, um eben die Gerade zu bestimmen. Und an der Stelle 3 hätte diese Gerade folgende Eigenschaften. An der Stelle 3 hätte diese Gerade die Eigenschaften y gleich k mal 3 plus d. Das heißt, dieser Wert y-Punkt ist k mal 3 plus d. Somit ist die Differenz, die Distanz zwischen dem Punkt b und der Gerade, der vertikale Abstand, der y-Wert 5 weniger diesen y-Punkt, also mit Zahlen ausgeschrieben 5 weniger, Klammer auf, k mal 3 plus d. Das wäre also der Abstand, der vertikale Abstand von b nach oder zur Gerade g. Wir werden das jetzt in tabellarischer Form für alle anderen Punkte machen, und dann haben wir sofort die Summe der vertikalen Abstände. Eine wichtige Sache, die vielleicht beim Punkt b noch nicht so tragisch war, weil der b über der Geraden war. Beim Punkt a müssen wir aufpassen, der Abstand ist dann eigentlich negativ, und somit setzen wir zur Sicherheit noch die Betragsstriche. Das kennen wir schon aus dem ersten Video, dort haben wir ebenso die Betragsstriche gesetzt, um immer sicher einen positiven Abstand zu erhalten. Gut, jetzt haben wir alle Abstände von den einzelnen Punkten zur Geraden bestimmt und auch in mathematischer Schreibweise aufgeschrieben. Man sieht immer ganz schön, es geht eigentlich nach dem gleichen Schema. Man hat hier den y-Wert und der y-Wert weniger den prognostizierten y-Wert, hier bei mir mit y-Punkt beschrieben. Und zur Sicherheit werden immer nur die Betragsstriche gesetzt, um immer einen positiven Abstand zu erhalten. Bilden wir jetzt diese Summe dieser Abstandsquadrate, ich werde das jetzt gar nicht mehr aufschreiben, sondern nur mit dem Summenzeichen abkürzen, hätten wir dann die Summe der vertikalen Abstände, die, wie man sieht in unserer Skizze, immer schön dargestellt werden und ausgerechnet werden. Und jetzt kann man mit dem k der Steigung, beziehungsweise hier mit zwei Punkten dann auch eben auch das d der Gerade so einstellen, dass die Summe der vertikalen Abstände minimal wird. Hier haben wir wieder das gleiche Problem wie vorher schon im Eindimensionalen, dass man diese Summe dann minimieren müsste rechnerisch, und wir kommen wieder auf das Problem der Betragsfunktion. Die Betragsfunktion ist leider nicht differenzierbar, das heißt, man kann hier nicht mit Hilfe der Extremwertaufgabe diese Funktion ableiten und dieses Minimum finden. Daher müssen wir uns eben was anderes überlegen. Ja, und das andere ist, so wie vorhin, nicht die vertikalen Abstände, sondern die Abstandsquadrate. Man schaut sich jetzt eben nicht nur die Abstände an, sondern die Abstandsquadrate. Also falls ein Abstand eben negativ ist, durch das Quadrieren wird es wieder positiv, entspricht geometrisch einem Abstandsquadrat, und versucht nun diese Abstandsquadrate zu minimieren. Ich versuche das jetzt da wieder ein bisschen interaktiv, also 2,74, also schaut schon ziemlich wenig aus heute, da war noch irgendwas mit 2,69, also da durch reines Probieren kann ich wieder die Summe der Abstandsquadrate minimieren. Wir werden das Ganze jetzt aber auch natürlich wieder rechnerisch durchführen. Schauen wir uns dazu wieder so ein Abstandsquadrat an einen einzelnen Punkt an, zum Beispiel hier am Punkt B, der ja eben die Koordinaten 3 und 5 hat. Wir brauchen wieder diese rote Distanz, das haben wir oben schon erledigt. Diese Distanz war eben der y-Wert weniger dem y-Punkt, dem prognostizierten y-Wert. Und jetzt wird diese Distanz ganz einfach quadriert. Das heißt, dass die Fläche dieses Quadrats ist dann einfach der wahre y-Wert, hier 5, weniger den prognostizierten y-Wert. Schreiben wir das für den Punkt b einmal ausführlich auf. Der wahre y-Wert ist 5, weniger den prognostizierten, der war
k mal den x-Stelle, k mal 3 plus d, hier die zwei Parameter k und d der Geraden, und das alles wird jetzt quadriert. Sollte eben ein Punkt wie hier bei a unterhalb der x-Achse sein, ist das auch kein Problem. Durch das Quadrieren wird ein negativer Abstand wieder positiv gemacht und somit haben wir dann eine positive Fläche. Wir werden das jetzt wieder für alle anderen vier Punkte einzeln durchführen, in der Tabelle aufschreiben und dann wieder die Summe bilden, um die Abstandsquadrate zu minimieren, um die Summe der Abstandsquadrate zu minimieren. Okay, wir haben das jetzt für alle vier Punkte durchgeführt, immer nach dem Schema eigentlich der y-Wert, yi-Wert, ganz allgemein weniger, Klammer auf, k mal xi-Wert plus d und das Ganze zum Quadrat, wobei eben diese yi und xi für die einzelnen x- und y-Werte stehen. Diese vier Abstandsquadrate werden wir jetzt zusammen addieren und dann haben wir die Summe der Abstandsquadrate, ich habe das da hier schon vorbereitet, und jetzt eine Funktion, die wir eben minimieren müssen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wir werden das Ganze dann eben noch kurz ausrechnen und dann auf herkömmliche Extremwertaufgabenart lösen. Entscheidend ist es aber hierbei, dass wir hier die Abstandsquadrate von zwei Parametern abhängig haben. Wir sind ja im Zweidimensionalen, also von k und von d. Und diese Zielfunktion müssen wir jetzt eben minimieren und dazu brauchen wir die partiellen Ableitungen, die wir uns, nachdem wir das Ganze vereinfacht haben, noch detailliert anschauen. Okay, wir werden nun zu den Vereinfachungen GeoGebra CAS verwenden. Wir haben hier eine Funktion, die Abstandsquadratfunktion, definieren. Ich habe das schon vorbereitet. Die Abstandsquadratfunktion ist jetzt eben abhängig von k und d und beinhaltet eben diese Summe der Abstandsquadrate. Vereinfacht ergibt es jetzt eben diese Funktion und diese Funktion, wie man sieht, hat zwei Unbekannte, d und k. Das Grundprinzip der Extremwertaufgabe ist ja, die Ableitungen zu bestimmen und diese Ableitung, die erste Ableitung, dann 0 zu setzen. Wenn man jetzt eben zwei Variablen hat, muss man einmal nach k und einmal nach d ableiten. Das nennt man dann eben die partiellen Ableitungen. Wir lassen das da GeoGebra machen mit dem Befehl Ableitung Ausdruck Variable. Und zwar lassen wir eben diese Abstandsquadratfunktion einmal nach der Variable k ableiten. Bedeutet, d ist ganz einfach eine Konstante, fällt also beim Ableiten weg und die Variable ist k, bleibt, wird eben so behandelt wie die Variable x beim herkömmlichen Ableiten. Da kommt dann eben diese Gleichung heraus. Man sieht zum Beispiel 30 dk, da ist die Ableitung dann nochmal 30 und ebenso werden wir die Ableitung von diesen Abstandsquadratfunktionen auch nach d bilden. Somit haben wir zwei verschiedene Gleichungen und das ist ganz gleich wie bei der Extremwertaufgabe. Jetzt haben wir heute nicht eine Gleichung, die man 0 setzt, sondern man hat eben zwei Gleichungen, die man 0 setzt und so erhält man ein Gleichungssystem mit zwei Unbekannten, das in diesem Fall sogar sehr einfach ist, weil es eben ein lineares Gleichungssystem mit zwei Unbekannten ist und jetzt löst man, um das lokale Minimum zu erhalten, eben diese beiden Gleichungen. Wir lassen das wieder mit GeoGebra lösen, markieren das beide und lösen das Ganze und wir erhalten sofort die Lösungen für d und k, die mir jetzt angeben, welche Parameter k, Steigung und d, Ordinatenabschnitt, muss ich wählen, um die ideale Gerade zu finden. Das ist numerisch 2,4 und 0,43 und wir werden uns das gleich anschauen im interaktiven Applet, ob diese berechneten Werte auch wirklich stimmen und unsere ideale Gerade, die man dann eben Trendlinie nennt, darstellt und beschreibt. Was passiert also grafisch bei diesen ganzen Berechnungen? Man versucht, die Summe der Abstandsquadrate zu minimieren, also die Gerade zu finden, die da bestmöglich hineinpasst. Ich werde das jetzt dann nochmal experimentell ausprobieren mit 2,6, 2,59. Vielleicht geht es noch ein bisschen besser, die Summe der Abstandsquadrate, also noch ein bisschen kleiner. Und wenn man dann glaubt, man hat die richtige gefunden, dann werden wir uns hier die Lösung einblenden lassen. Wir haben uns schon ausgerechnet,
dass k und d 2,4 bzw. 0,43 ist. Und man sieht, es war sehr knapp dran. Das heißt, es geht noch ein bisschen genauer, wenn ich die Punkte jetzt direkt auf die auf die Trendlinie lege, dann sieht man, aha, die Summe der Abstandsquadrate ist wirklich hier minimal. Also dieses Prinzip der Minimierung der Abstandsquadrate funktioniert perfekt, natürlich nicht nur für vier Punkte, sondern für beliebig viele Punkte. Dahinter liegt eben eine ganz nette Idee. Man bildet die Abstandsquadratfunktion, tut die dann minimieren. Das geht über die partiellen Ableitungen, wo man dann ein Gleichungssystem erhält, und schon kann man wirklich die Trendlinie, die sogenannte beste Gerade, nennt man dann eben Trendlinie oder auch Regressionsgerade, berechnen. Hier mit y gleich 0,43x plus 2,4. Damit man das Ganze sieht, dass das nicht nur von diesen vier zufällig gewählten Punkten abhängt, machen wir das Ganze einfach noch einmal. Die Punkte A, B und C sind, wie gesagt, komplett frei wählbar. Ich kann da wieder noch einmal neue Punkte ansetzen und wieder das Gleiche probieren, diese Punkte bestmöglich anzupassen durch eine Gerade, die Summe der Abstandsquadrate zu minimieren. 4,0, 4,0, vielleicht mit 4. Die Trendlinie, okay, sie liegt ein bisschen drunter. Schauen wir, ob wir auch hier vielleicht noch unter diesen gesuchten Wert von 4 kommen. Ja, 3,87. Die Summe der Abstandsquadrate ist wieder minimal. Ein weiterer wichtiger Punkt, der hier eingeblendet wird, ist der Korrelationskoeffizient. Dazu dann im dritten Video noch etwas. Hier wichtig zur Wiederholung: Man nimmt eben nicht den Abstand, den Normalabstand, um die bestmögliche Gerade zu finden. Die vertikalen Abstände, die Summe der vertikalen Abstände ist nur ein kleiner Schritt zur Lösung. Verwenden wird die Summe der Abstandsquadrate, um die bestmögliche Trendlinie zu finden, die diese Punkte bestmöglich beschreibt. Die Idee ist nicht neu, sondern schon sehr, sehr alt und kann dann auch für weitere Funktionen, also nicht nur für die Gerade, verwendet werden, sondern auch für quadratische Regressionen oder für höhere bzw. auch Exponentialfunktionen. Soweit so gut. Weiter geht's mit dem dritten Video.